willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen XL Cheeseburger. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich hoffe, euch geht es genauso. Dann lasst uns einfach gleich loslegen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Heute gibt es das Video für den TM5. Ihr könnt natürlich das Rezept auch im TM6 zubereiten. Alles, was im TM5 geht, geht auch im TM6. Nur umgekehrt nicht. Da müsst ihr immer aufpassen. Aber ich habe versprochen, ich werde abwechseln, dass ich sowohl für meine TM5-Zuschauer als auch für meine neu dazugewonnenen TM6-Zuschauer immer ein Video, ein Rezept habe. Wundert euch nicht, wenn ich das Gericht jetzt im TM6 mache. Ich habe mir erst überlegt, ob ich jetzt jedes Mal den TM5 wieder rauskrustel und mir hier herstelle, wenn ich ein TM5-Video mache. Aber das ist mir ein bisschen zu umständlich. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ich werde genauso den TM6 für die TM5-Gerichte verwenden, weil das ja funktioniert und kein Problem darstellt. Ich werde euch auch zukünftig immer oben in die Titelleiste mit hineinschreiben, ob das Rezept für den TM5 und den TM6 oder nur für den TM6 geeignet ist. Also das seht ihr immer, könnt ihr gleich oben im Titel mit erkennen und danach euch richten, ob ihr euch das Video anschauen wollt oder nicht. Jetzt lasst uns aber mit dem Rezept anfangen. Ich werde für den XL Cheeseburger als erstes einen Hefeteig herstellen. Und dazu brauchen wir jetzt 250 Gramm Wasser. Einen Teelöffel Zucker. Und einen halben Würfel frische Hefe. Die krümel ich hier gleich ins Wasser rein. Und lasse das Ganze dann 2 Minuten lang auf 37 Grad und Stufe 2 erwärmen. So, die Hefe hat sich schön aufgelöst. Jetzt gebe ich 500 Gramm Mehl dazu. Zwei Teelöffel Salz vier Esslöffel Sonnenblumenöl und ein Ei. Und das lasse ich jetzt 3 Minuten schön durchkneten. So, das ist jetzt der fertige Teig. So sieht er aus. Den fülle ich mir in eine Schüssel um. Die habe ich mir vorher mit Öl leicht ausgerieben. So, mach den Deckel drauf und lass den Teig an einem warmen Ort für circa eine Stunde gehen. Das dürfte ja heute kein Problem sein, es soll ja heute wieder sehr heiß werden. Und in der Zwischenzeit brate ich mir in der Pfanne 500 Gramm gemischtes Hackfleisch schön goldbraun an, würze es mit Salz und Pfeffer und dann hole ich euch wieder dazu und wir machen mit dem XL Cheeseburger weiter. Und ihr könnt euch auch noch gleich, wenn ihr gerade am Brutzeln schon seid, 100 Gramm Bacon in Scheiben in der Pfanne schön auslassen und knusprig braten und anschließend auf einen Teller legen, den ihr vorher mit Küchenrolle ausgelegt habt und da dann noch den Bacon abtropfen lassen. So, jetzt geht's weiter mit dem Teig und dafür habe ich mir eine Springform zurechtgelegt. Die werde ich mir gleich mit Backtrennmittel einfetten und ich zeige euch auch gleich noch den Teig. Wie toll der aufgegangen ist. Gut, es waren jetzt doch 1,5 Stunden, die ich ihn jetzt habe gehen lassen, aber richtig klasse. Den Teig werde ich jetzt gleich ausrollen, nicht den ganzen Teig. Ich werde so die Hälfte, nee, mehr als die Hälfte, fast 2/3 Teig ausrollen. Dafür mache ich mir jetzt aber erstmal ein bisschen Mehl hier auf meine Arbeitsfläche und steche mir jetzt hier, ja, so 2/3 vom Teig ab. Ich
das restliche Drittel stelle ich nochmal an die Seite, mache den Deckel nochmal so lange drauf. So, jetzt rolle ich mir den Teig rund aus, dass er größer ist wie meine Springform, weil ich auch noch den Rand hochziehen möchte. Das ergibt nämlich den Boden von meinem XL Cheeseburger. Meine Form ist eingefettet und jetzt werde ich den ausgerollten Teig in die Form legen. Guck mal, ob ihr es hier besser sehen könnt. Ja, ich glaube schon. Gar nicht so einfach, der wehrt sich nämlich, der rutscht immer wieder runter, aber so ungefähr passt das jetzt. Mache ich mir hier geschwind meine Arbeitsfläche sauber und dann fangen wir mit dem Belegen an und ich hole euch wieder dazu. Jetzt können wir mit dem Belegen des XL Cheeseburgers beginnen. Als erstes kommt das angebratene Hackfleisch drauf. Da habe ich übrigens noch eine Knoblauchzehe mit hineingepresst und ich habe noch etwas von dem Magic Dust Rub von Ankerkraut dazu gegeben, das wir so gerne essen. Das kann ich euch auch gerne nochmal in die Infobox verlinken. Das ist richtig klasse. Es gibt so ein schön würzig-rauchiges Aroma. Und das Hackfleisch waren ja die 500 Gramm. Die gebe ich jetzt hier auf den Boden und verteile es gleichmäßig. So, ich zeige es euch mal von nahem. Und jetzt könnt ihr draufgeben, eigentlich was ihr mögt. Ich nehme jetzt Ketchup und zwar mache ich da jetzt einfach mal so einen Kringel drauf. Ich zeige es euch. Nehmt da auch einfach die Menge, die ihr mögt. Dann gebe ich Barbecue-Soße drauf. Braucht ihr nicht, könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Mache ich auch wieder einfach so einen Kringel, so viel, wie ihr wollt. Wir essen das gerne. Zeige es euch wieder von nahem. Und jetzt kommt noch Senf dazu. So, und wenn ihr merkt, oh, war vielleicht doch ein bisschen wenig Ketchup oder irgendeine andere Zutat, dann könnt ihr ja noch nachlegen. Ich verstreiche das jetzt ein bisschen hier auf dem Hackfleisch. Muss nicht ordentlich sein, einfach so ein bisschen verteilen und verstreichen. Jetzt kommen Gewürzgurken. Ich habe jetzt Cornichons genommen, weil wir die sehr mögen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe so 10, 12 Cornichons jetzt in Scheiben geschnitten und mir natürlich die größten rausgesucht, weil Cornichons ja schon klein sind. Falls ihr lieber andere Gurken, Gewürzgurken esst, nehmt einfach die, die ihr am liebsten mögt und verteilt sie auch hier drauf. Dann habe ich mir eine Zwiebel geschält, halbiert und in Scheiben geschnitten. Ihr könnt sie auch in Ringe schneiden und drauflegen. Falls ihr keine rohe Zwiebel drauflegen wollt, könnt ihr auch die Zwiebel klein schneiden und zum Beispiel mit dem Hackfleisch zusammen anbraten. Ich verteile jetzt meine Zwiebelringe, Zwiebelscheiben, wie auch immer, hier drauf. Und auch da. Wenn ihr weniger wollt, macht weniger drauf. Wenn ihr mehr wollt, macht mehr drauf. Also da könnt ihr wirklich das belegen, ganz nach Lust und Laune. Jetzt kommen noch Tomaten. Ich nehme jetzt kleine Cocktailtomaten. Ihr könnt auch die normalen Tomaten nehmen. Meine Cocktailtomaten habe ich einfach halbiert
und auch so 10 Cocktailtomaten, glaube ich, waren es jetzt, die ich halbiert habe. Falls ihr keine Tomaten auf dem Cheeseburger wollt, lasst es einfach weg. Jetzt kommt noch der ausgelassene Bacon. Und ganz zum Schluss habe ich hier noch 6 Scheiben Cheddar-Käse. Ihr könnt aber auch Schmelzkäse nehmen, falls ihr das lieber mögt. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich alle 6 Scheiben brauche. Ich gucke jetzt mal. Naja, ich mache so. So sieht es jetzt aus, der XL Cheeseburger. Jetzt stelle ich den kurz an die Seite, weil ich brauche nochmal meinen Platz, um den Deckel auszurollen, also den restlichen Teig. Aber vorher können wir uns den Backofen auf 180 Grad Umluft oder Heißluft vorheizen. So, jetzt mache ich mit dem Deckel weiter. Ich hole mir meinen restlichen Teig aus der Schüssel. Habe mir hier auch wieder Mehl auf die Arbeitsfläche gegeben. Wieder hier von oben Mehl drauf, dass er nicht mehr so klebt, der Teig. So, und jetzt werde ich den restlichen Teig schön rund ausrollen, damit er auf meinen Cheeseburger oben als Deckel drauf passt. So, mal schauen, ob das schon passen könnte. Vorsichtig hier lösen. Und als Deckel oben drauflegen. Ich zeige es euch mal hier. So. Ihr könnt es besser sehen. Den Rand verschließen. So, ich zeige ihn euch noch mal von nahem. So sieht er jetzt aus. Jetzt werde ich den Deckel oben noch mit Milch einpinseln. Ich habe mir hier ganz wenig Milch in die Tasse gegeben. Pinsel es noch mit Milch ein und werde anschließend noch Sesam drüber streuen, wie es sich für einen richtigen Cheeseburger gehört, muss da Sesam drauf. Und jetzt gebe ich noch Sesam oben drauf. Da könnt ihr auch wieder so viel drauf machen, wie ihr mögt. Ihr könnt es natürlich auch ganz weglassen, wenn ihr es gar nicht mögt. So, und jetzt kommt der XL Cheeseburger bei 180 Grad Umluft oder Heißluft für circa 20 bis 30 Minuten in den Backofen. Schaut da einfach mal, wie braun, wie knusprig er schon ist. Entscheidet da selber und freue mich schon sehr, wenn er fertig ist. So, mein Lieben, und hier ist der XL Cheeseburger. Er war bei mir 27 Minuten im Backofen. Und ich finde, er hat jetzt genau den richtigen Bräunungsgrad für so ein Cheeseburger-Brötchen und duftet so lecker. Ich könnte gerade reinbeißen. Mmh. Er ist noch sehr, sehr heiß. Ich habe ihn jetzt gerade mal geschwind aus der Springform rausgeholt. Werde ihn nachher natürlich dann anschneiden. Ich mache euch wieder ein schönes Bild, dass ihr auch seht, wie es innen aussieht. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr jetzt keinen Thermomix habt, könnt ihr dieses Rezept auch, also den Hefeteig, in einer normalen Küchenmaschine machen und alles andere geht ja auch ohne Thermomix.
Also für jemand, der das Rezept sieht und traurig ist, es geht auch ohne. Es geht auch im TM31. Also von daher alles gut. Probiert es einfach aus, lasst es euch gut schmecken und ich freue mich schon auf euer Feedback. Dann war es das schon wieder von mir. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr wieder bei mir reingeschaltet habt. Freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.